Das Smartphone ist tot, sagt Tim Cook, CEO von Apple. In 5 Jahren werden wir keine Smartphones mehr nutzen, sagt der CEO von Samsung. In diesem Video geht es genau um dieses Thema. Werden die Smartphones in 5 Jahren tot sein? Werden wir sie nicht mehr nutzen? Und wenn es stimmen sollte, welche Technologie werden wir dann nutzen? Was ist der Nachfolger vom Smartphone? Darum geht's in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Thomas Pollard und auf diesem Kanal spreche ich mit dir über alle digitalen Themen, künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie, Kryptowährungen, allen voran die größte Kryptowährung Bitcoin, 5G-Mobilfunknetz, die Arbeitswelt der Zukunft und investieren in digitale Währungen. Heute sprechen wir über unseren Alltagsbegleiter Nummer 1, der Tag und Nacht quasi treu und den Dienst für uns tut, das Smartphone. Und eingangs habe ich die zwei Zitate der, ich glaube, zwei größten Smartphone-Hersteller der Welt genannt. Und letztendlich, der Kontext ist relativ klar. In 5 Jahren werden wir keine Smartphones mehr benutzen oder, krasser gesagt, wie Apple es sagt, das Smartphone ist tot. Da stellt sich natürlich bei dir und bei mir die Frage, was ist der nächste Step? Was kommt nach dem Smartphone? Und darüber möchte ich mit dir ausführlich in diesem Video sprechen. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, das heißt, ich teile, und ich glaube, du kennst das, wenn du schon mehrere Videos von mir geschaut hast, jetzt den Bildschirm. Das heißt, du siehst mich jetzt gleich klein unten links am Bildschirmrand und die Präsentation siehst du gleich groß. Ich werde auch in ein YouTube-Video demnächst schalten und dann wirst du dementsprechend das Ganze dir auch anschauen können hier in dieser Präsentation. Ich schalte und ich hoffe, du siehst alles und hörst alles. Schreib mir gerne in die Kommentare rein, ob Bild und Ton top ist. Du solltest jetzt eine Überschrift sehen, was kommt nach dem Smartphone, ein Blick in die Zukunft. Und letztendlich, viele Skeptiker werden natürlich jetzt wieder sagen, Thomas, das glaube ich nicht. Also Smartphone, irgendwie doch jeder nutzt, und wir sind im Jahre 2020, jeder nutzt ein Smartphone, also erzähl mir doch nichts, dass wir in 5 Jahren gar kein Smartphone mehr nutzen. Und ich möchte dir dazu, glaube ich, 2, 3 Beispiele geben, denn Veränderungen gab es in der Menschheit schon immer. Und jetzt erinnere dich mal 10, 12 Jahre zurück. Da hast du noch fleißig SMS in ein Handy eingetippt. Von Smartphone war da so gut wie noch überhaupt gar keine Rede. Und hätte ich dir dann dieses Video vorgespielt, dass das Smartphone das Handy ersetzt, dann hättest du wahrscheinlich auch gesagt, Thomas, du spinnst doch. Ja, mein gutes alte Nokia, ich brauche doch gar nichts anderes. Internet auf dem oder für unterwegs auf so einem kleinen Gerät, völliger Bullshit, ich habe doch meinen Computer zu Hause stehen. So haben die Menschen vor 10 bis 12 Jahren gesprochen. Also, und wir wissen alle, das Handy oder das Smartphone hat das Handy komplett ersetzt. Mal Hand aufs Herz, wer nutzt heute noch ein Handy? Kannst du dir vorstellen, noch wieder aufs alte Handy zurückzugehen und dein Smartphone wegzulassen? Ich glaube nicht. Und blicken wir noch mal ein bisschen weiter zurück, vielleicht 12 bis 15 Jahre zurück. Da hast du, wie gesagt, die gute alte SMS geschrieben. Und hätte ich dann gesagt, ey, du wirst WhatsApp nutzen, du wirst Facebook Messenger nutzen, du wirst Telegram nutzen und wie die ganzen Messenger heißen, hättest du dann gesagt, ja, Thomas, na klar, ja, mir reichen doch 140 Zeichen, ja, und außerdem telefoniere ich doch viel lieber. Ja, und Sprachnachrichten, so ein Bullshit, wer braucht denn sowas? Du weißt, wie es ausgegangen ist. Heute WhatsApp und Co. Nummer 1, SMS schreibt noch keiner mehr. Dann gucken wir uns einfach mal die gute alte CD an. Hättest du vor vielleicht 12, 15 Jahren gesagt, ja, Streamingdienste wie Spotify, das werde ich definitiv nutzen, da hätte fast jeder gesagt, völliger Bullshit. Die gute alte CD machst du auch noch, ja. Einkaufen gehen, CD bestellen, das ist doch cool, ja, so reinschieben. Ja, im Auto der CD-Player. Heute nutzen wir überwiegend alle Streaming-Dienste. Wir haben Spotify, wir haben Deezer und Co. Und letztendlich hat sich das Ganze durchgesetzt. Also Gesamtfazit,
Veränderungen gab es immer. Lass uns mal die Key Facts angucken. Also Samsung sagt in einer Pressekonferenz, die ist jetzt auch erst vor kurzem passiert, in 5 Jahren werden wir keine Smartphones mehr nutzen. Apple CEO Tim Cook sagt, das Smartphone stirbt aus. Und andere Medien schreiben, die Ära Touchscreen geht zu Ende, die KI, also die künstliche Intelligenz, die folgt. Und ich möchte dir jetzt, bevor wir ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen, mal ein kleines Beispiel vorspielen auf einer Google-Präsentation. Das ist Duplex und das Ganze findet man auf YouTube. Und letztendlich, wenn man jetzt die Sprachsteuerung mal anspricht, ja, dann wirst du sagen, wie könnte ich mir denn vorstellen, dass ich alles per Sprachsteuerung, die verstehen mich doch eh nicht, diese Dinger, ja, sei es ein Alexa zu Hause, sei es ein Google Home, sei es ein Apple HomePod. Ja, die Dinger, die funktionieren ja gar nicht richtig. Also sie funktionieren richtig, aber sie verstehen viele Dinge nicht. Also Thomas, was willst du mir denn sagen, dass wir in 5 Jahren irgendwie noch alles per Sprachsteuerung machen? Das endet ja in einer totalen Katastrophe. Und ich möchte dir einmal vorspielen, wie weit diese künstliche Intelligenz schon 2018, 2019, also vor 1 bis 2 Jahren, war. Darum gehe ich jetzt mal rum. Ich hoffe, das klappt. Und ich spiele dir ein großes Bildschirm ein. Und das ist, wie gesagt, ein Telefonat bei einem Friseur, komplett von der künstlichen Intelligenz. Hör es dir an. Hello, how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Ja, das ist mal einfach ein Telefonat. Ich gehe mal wieder in die Präsentation rein. Das Ganze, wie gesagt, ein Beispiel, wie weit das Ganze ist. Und im Nachgang, das möchte ich jetzt nicht alles mal abspielen, wurde der Friseur nochmal angerufen und gefragt, hast du überhaupt mitbekommen, dass da eine künstliche Intelligenz, eine Sprachsteuerung mit dir gesprochen hat? Und sie sagte, nein, das klang wie eine echte Stimme. Also, so viel als Beispiel, wie weit die KI schon sein kann. Also, was kommt dann nach dem Smartphone? Zum einen Smart Speaker. Ich habe das letzte Video, schau einfach dir es nochmal an, hier auf meinem Kanal ausführlich über diese Smart Speaker gesprochen. Und wir werden zu Hause ganz klar Amazon Echo, Google Home und Co. nutzen. Und wir werden darüber per Sprache Smart Home steuern, also das Licht ein- und ausschalten, die Heizung ein- und ausschalten, die Kaffeemaschine anmachen. Wir werden Fragen stellen, das heißt, wie wird morgen das Wetter, wie ist der Verkehr zur Arbeit etc. Wir werden auch darüber telefonieren und das ist heute schon möglich. 1, 2 große Telekommunikationsanbieter in Deutschland bieten es schon an, über Amazon Echo und Google Home dementsprechend zu telefonieren. Wir werden immer mehr Shopping darüber machen per Sprache. Gerade mit dem Amazon Echo, also Alexa, ist es ja schon möglich, wenn man Prime-Kunde ist, das Ganze zu verknüpfen. Und dementsprechend, du hast es gerade gehört, wir werden auch Termine buchen. Das heißt, letztendlich, wir sagen einfach, Alexa, buch den Friseurtermin, ja, oder den nächsten freien Friseurtermin und Alexa prüft dann den Kalender und dementsprechend ruft dann Alexa selbstständig quasi dann den Friseur an und bucht für dich einen Termin und fügt diesen Termin in den Kalender hinzu. Das Ganze musst du selber nicht mehr machen. Genauso kannst du Restaurants, Tische bestellen und Autos mieten etc. Also da kommt ja sehr, sehr viel. Nummer 2, und jetzt ist die Frage, wie machen wir es dann unterwegs? Weil so ein Alexa kann man ja schlecht mitnehmen.
Da haben wir die EarPods, diese ja, kabellosen Kopfhörer, die man einfach nur noch ins Ohr steckt, oder die AirPods von Apple, auch bekannt. Und wir werden dann per Sprachbefehl unsere WhatsApp-Nachricht reinsprechen. Das ist ja auch theoretisch heute schon alles möglich, wird nur relativ wenig genutzt. Dann können wir uns natürlich auch navigieren lassen. Das heißt, du sagst, sprichst einfach in diese Kopfhörer rein und sagst, navigiere mich zum Restaurant Luigi. Ja, und dann spricht die Stimme mit dir wie so ein Navigationsgerät in 50 Metern, links abbiegen und, ohne dass du noch auf dein Touchscreen gucken musst. Außerdem kannst du auch hier natürlich dementsprechend einkaufen. Das heißt, du kannst Produkte bestellen, das Ganze dementsprechend per Sprache. Dann die Smartwatches, und ich glaube, du hast es schon mitbekommen, Apple ist da ja extrem tief drin. Die kaufen ja momentan irgendwie alle Unternehmen auf, die was mit Smartwatches zu tun haben, weil sie, glaube ich, wieder Vorreiter darin sind. Und viele denken jetzt momentan, die Apple, oh, die sind ja irgendwie, ne, da kommt ja nichts mehr Neues. Die sind, glaube ich, schon wieder Vorreiter, weil sie wieder diesen Weitblick haben, was kommt nach dem Smartphone. Und die Apple Watch ist heute schon mit Abstand Marktführer und letztendlich, wie gesagt, die kaufen gerade alles, was mit Smartwatches zu tun hat, irgendwie alle Startups und alle Unternehmen auf. Und die Smartwatch wird das Touchscreen der Zukunft sein. Mehr Größe brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nur noch die Größe am Handgelenk. Und alles, was wir vorher auf einem großen Display angeschaut haben, das schauen wir dann dementsprechend auf der Uhr an. Und auch hier die Bedienung wird dann dementsprechend komplett mit Sprache passieren. Aber wir werden auch größere Dinge sehen, aber wie gesagt, kein Touchscreen, sondern wir gehen in den Bereich Virtual Reality und Augmented Reality rein. Und für Gaming, das heißt, wenn wir auf dem Smartphone früher gezockt haben, werden wir Virtual Reality Brillen nutzen. Genauso, wenn wir YouTube-Videos anschauen, dann werden wir uns halt eine VR-Brille aufziehen. Genauso, wenn wir einkaufen, das heißt, es gibt ja heute schon Beispiel die App von IKEA, wo du quasi dein Smartphone in die Wohnung halten kannst und die Möbel dann direkt da rein platzieren kannst. Das Ganze ist schon möglich, aber momentan noch mit dem Smartphone. In Zukunft werden wir diese smarten Brillen haben. Du kennst sie vielleicht von Google, die hatten das ja mal kurzzeitig, aber höchstwahrscheinlich zu früh, es wurde noch nicht angenommen. Aber zu früh heißt nicht, es ist tot, sondern wir werden, glaube ich, standardgemäß in wenigen Jahren ganz normal eine smarte Brille haben. Und ich glaube, auch die normalen Brillenherstellern werden in diesem Bereich vordringen. Und du wirst Informationen auf die Brille gespiegelt bekommen. Und dadurch, wie gesagt, kannst du viele Dinge dann dementsprechend bedienen. Aber ich glaube, auch die Zukunft, die geht noch viel weiter. Du kennst vielleicht das Unternehmen Neuralink von Elon Musk. Elon Musk ist der CEO von Tesla, von SpaceX, dem Raumfahrtunternehmen, und von vielen weiteren Unternehmen. Und er hat ein neues Unternehmen gegründet, 2018, 2019 war es. Das nennt sich Neuralink. Und das funktioniert so, dass Sensoren in dein Gehirn reingepflanzt werden. Und letztendlich funktioniert dein Gehirn wie ein App Store. Das heißt, du kannst dementsprechend eine Sprache oder ähnliches dann quasi in dein Gehirn reinspielen lassen über das Internet. Und auf einmal, wenn du jetzt nach Spanien reist, kannst du dir die Sprache, also die spanische Sprache, aufspielen. Ja, und dann, wie gesagt, kannst du auf einmal perfekt Spanisch. Also dieses ganze Bubble und wie sie alle heißen, diese Sprach-Apps, die wirst du nicht mehr brauchen. Und viele weitere Dinge. Du kannst natürlich dann durch diese Sensoren, denkst du, und dieses Denken projiziert das Ganze natürlich dementsprechend auf die Geräte. Das heißt, dein Gehirn sendet dann dementsprechend Befehle aus und andere Geräte, die damit vernetzt sind, die kommunizieren damit und führen dann dementsprechend diese Befehle aus. Das hört sich natürlich alles total nach Science Fiction an, und ich mache mich kurz nochmal zum Abschluss groß. Also, wie gesagt, das hört sich natürlich alles ein bisschen nach Science Fiction an, gerade das mit Neuralink, aber was Science Fiction war, wir hatten schon so viel, wo wir gedacht haben, das Ganze ist wirklich irgendwie ja, ein großer Spielfilm, ja. Aber ja, es ist trotzdem dann irgendwo Realität geworden, und ich glaube, das Ganze ist jetzt in der Erforschung, es wird noch viele Jahre dauern, bis das Ganze marktreif ist, aber dahin geht die Zukunft. Und man darf niemals den Fehler machen, gerade in einer digitalen Welt zu sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, das wird so nicht kommen. Ich habe es eingangs gesagt,
Schau dir einfach mal die Ära Handy an, wie schnell sie durch das Smartphone ersetzt worden ist. Schau dir einfach mal die Ära CD an, wie schnell sie durch Streamingdienste ersetzt worden ist. Schau dir die Ära SMS an, wie schnell sie durch WhatsApp und Co. ersetzt worden ist. Schau dir die Ära Videotheken an, wie schnell sie durch Netflix und Co. ersetzt worden ist. Und das geht in einer digitalen Welt exponentiell. Und deswegen, vielleicht dauert es nicht 5 Jahre, vielleicht dauert es auch 6 oder 7 Jahre. Man weiß es nicht. Aber der Trend geht dahin. Und wenn große CEOs das schon auf Pressekonferenzen gegenüber Investoren äußern, ich glaube, da muss was dran sein. Und dann sind wir schon weiter, als wir es eigentlich mitbekommen. Warten wir es ab. Ich hoffe, es war für dich ein spannendes Video. Wie denkst du darüber? Glaubst du das Ganze auch, dass wir in 5 Jahren kein Smartphone mehr nutzen? Wie siehst du dann die Zukunft? Was ist der Nachfolger? Was ist da die Top-Technologie? Schreib es mir gerne in die Kommentare unter diesem Video rein. Ich werde dir auch das Video von Google Duplex einmal verlinken. Schau es dir gerne in voller Länge an. Mega spannend, sage ich dir nur. Ich habe jetzt nur einen kurzen Ausschnitt gezeigt. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über jedes Gefällt mir von dir. Und wenn du es über Podcast hörst, dann drück auf das Herz. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Dein Thomas.